Hallo und herzlich willkommen auf Eurelia.de. Schauen Sie nun einen weiteren Satz an, der in der Geometrie Verwendung findet, nämlich den Kathetensatz des Euklid. Der besagt, dass wir wieder in einem rechtwinkligen Dreieck sind und dass dann gilt, b², also die Länge dieser Seite ins Quadrat, ist gerade q mal die komplette Länge hier der Hypotenuse mal c. Also. Genauso gilt a² ist p mal c. Und das können wir wieder beweisen, indem wir die Informationen, die wir hier haben, benutzen. Nämlich erstmal schauen wir uns dieses große Dreieck an. Das ist ein rechtwinkliges Dreieck. Das heißt, wir wissen wieder den Satz Pythagoras. Die Hypotenuse ist hier das b. Das heißt, b² entspricht h² plus q². Und nun wissen wir aus dem anderen Video, dass wir das hier anschauen können. Das h² ist p mal q. Das ist der Höhensatz des Euklid. Den können wir natürlich hier einsetzen, indem wir für das h² einfach p mal q schreiben. Also p mal q plus q ins Quadrat. Und jetzt können wir hier, wir haben ja überall q, p mal q plus q mal q. Das heißt, wir können q ausklammern. Also übrig bleibt hier, wenn ich das q ausklammern, das p. Und wenn ich q², da das q ausklammern, bleibt noch ein q übrig, also plus q. Und jetzt p plus q, da können wir noch auf die Zeichnung schauen. Das ist gerade unsere komplette Länge c. Das heißt, es steht da b² gleich q mal c. Und genau das ist das, was wir zeigen wollten. Für a geht es ganz genau gleich. Das heißt, wir ersetzen hier einfach statt b² a² und statt q p. Aber es funktioniert ganz genau gleich. Könnt ihr auch selbst ausprobieren, wenn ihr möchtet. Schaut mal auf der Homepage www.eurelia.de vorbei. Besucht uns bei Facebook. Dankeschön.